Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, die Legende von Mount Bitmore. Nach dem kurzen Time Warp in der vorletzten Folge, wo uns ja Minecraft leider abgestürzt ist, habe ich jetzt die neueste Optifine-Version installiert. Und ich gehe mal davon aus, ich wollte es eigentlich mal hier rauflaufen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Absturzproblem, wo wir dann das Save Game nicht mehr laden konnten, dann ja vielleicht doch mal behoben ist. Unsere Plattform da hinten. Ich wollte mal kurz Übersicht halten über diese Welt hier. On top of the world. Und wir haben Arbeit zu tun, nämlich das Kaktusgrün aus dem Ofen zu holen, noch knusprig, heiß und brennend. Und damit natürlich dann auch blingelingeling weitere Farben herzustellen. Hallo Glitchy. Wir könnten ihn eigentlich nennen Glitchy Bugbuster oder so. So ein Hundenachnamen fände ich ja auch ganz nett. Wir legen jetzt mal das Kaktusgrün in die Kiste rein. Kurz mal sehen, was ich so alles im Inventar mit mir mitschleppe. An nutzlosen, sinnlosen Sachen. Große Truhe, größere Truhe, gleich große Truhe. Grün und ich glaube blau können wir das kombinieren. Irgendwas können wir mit grün kombinieren. Ich nehme jetzt einfach mal von jedem etwas. Ich habe noch nicht genau nachgesehen, was wir da mit wem und wie und wo kombinieren können. Auf jeden Fall werden wir... Ein Knochen ist eines unserer Schafe etwa verschieden. Oder sind sie alle gleich? Nee, war natürlich ein Skelett. Ich versuche jetzt mal hier so ein paar Dinge. Ja, ich war zu faul im Minecraft-Wiki nachzusehen. Löwenzahngelb geht nicht, aber natürlich grün. Ja, da kriegen wir Kellgrün. Grellgrün, hellgrün. Das heißt, wir werden da... 20, das ist eigentlich, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht in der Menge, wie wir es hier haben. So, rote Schafe haben wir noch nicht. Machen wir uns mal ein paar rote. Da hinten sind jetzt nur gelbe. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unpraktisch. Da können wir aber, die können wir doch auch umfärben. Also zumindest. Das müsste doch gehen, oder? Ich ernte jetzt mal alle ab, bis auf 2. Und die färben wir jetzt, sagen wir mal, färben wir sie hellgrün. Kann ich eigentlich auch die nackten färben? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier 2 hellgrüne, na komm schon. Oder was ist, wenn ich... Nee, die nackten kann ich nicht färben, alles klar. Dann... Vermehren wir die 2 nochmal, die 2 Grünen, auf das mehr Schafe im Bobgrün erscheinen. Ich finde echt, das sieht aus wie die Farbe von Bob, also von dem Mobilfunkanbieter. Den kennt ihr jetzt natürlich nur, wenn ihr in Österreich seid, aus Österreich oder mal in Österreich ein bisschen durch die Läden gegangen seid. Das ist so ein Billig-Mobilfunkanbieter, so ein bisschen wie Simply oder so. Gibt es da in Deutschland, glaube ich. Dem wächst nichts mehr nach. Okay, jetzt haben wir hellgrüne Wolle. Jetzt färben wir mal ein paar Schäfchen dunkelgrün, würde ich sagen. Das machen wir vielleicht hier. Eigentlich brauchen wir ja nur 2. Wir haben jetzt hier eigentlich viel zu viele. Hoppla, das wollte ich jetzt gar nicht. Blaue Wolle, ja, die haben wir jetzt. Hellgrüner Farbstoff, grüner Farbstoff, Kaktusgrün. Hallo. So. So, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, mehret euch. Ah, jetzt. Irgendeines ist immer noch geil. Weiß es nicht welches, aber ja. Blaue Schafe, wir haben eigentlich zu viel blaue hier. Ich ernte die jetzt einfach mal ab. Können ja dann auch, das ist ja eigentlich kein Problem, wenn wir da drauf kommen, wir haben genug Wolle einer bestimmten Farbe, dann färben wir die einfach um die Schafe und holen uns das, was wir noch brauchen. So, rosa haben wir natürlich vergessen.
Hellgrün haben wir jetzt. Rote Schafe haben wir noch nicht. Das machen wir gleich mal. Rot werden wir sicher einiges brauchen. Vor allem bei Super Mario. Eigentlich wäre es sinnvoll, gleich 4 rote zu haben. Und ihr vermehrt euch, dann habe ich leider keinen Weizen mehr, sobald das geschehen ist. Rot, rot, rot. Und hier rot. Und das Blaue nehmen wir natürlich auch gleich mal mit. Das Blaue hier auch. So, rosa Schafe fehlen uns jetzt noch. Du geh hier weg. Weg hier. So. Rosa Schafe fehlen uns noch. Natürlich, rosa. Warum denn auch nicht? Dann hauen wir mal die Wolle hier rein. Grüne Wolle. Die Schere legen wir mal hier unten ins Eck. Das ist jetzt unsere Reserveschere. Blaue Wolle. Machen wir das mal hier irgendwie zusammen. Hellblau haben wir jetzt. Ach, hellblau. Haben wir hellblau schon als Farbstoff? Ja klar, also hellblaue müssen wir noch färben und gelb, rot haben wir jetzt, achso, haben wir hier natürlich noch, klar, hellgrün, schwarz, das brauchen wir jetzt gerade nicht, hell, achso, ja, natürlich blau, hellblau, orange haben wir auch noch nicht, gelb haben wir viel zu viel, grün, blau. Ja. Und rosa. Genau, so wollten wir es machen. Und die rote Wolle legen wir jetzt mal wieder hier rein. Da haben wir jetzt ja echt schon alle Farben. So, wenn das rot ist, wie sieht dann eigentlich erst rosa aus? Das ist ja schon... Also ich finde das Rot hier schon so ein bisschen rosa. Ich will hier rein... Ich bin ein Steve, lasst mich hier rein. So, stopp, nicht hier raus. Das Blau nehme ich jetzt auch gleich. Die wächst ja schneller nach, die Wolle. Das habe ich ganz anders in Erinnerung, als wir die ernten können. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung, du erntest ein Schaf. Vielleicht war das ja in früheren Versionen mal so. Du erntest ein Schaf, also scherst es so. Schafe ernten klingt so ein bisschen brutal. Ach so, weiße Wolle könnten wir uns eigentlich bei der Gelegenheit auch mal holen. Wer weiß, wozu wir sie noch brauchen können. Du erntest ein Schaf und wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde auch hier Farbschafe reingeben. Oh, das ist schon farbig. Das ist ein Glitch-Schaf. Na, jetzt habe ich natürlich nichts mehr, um sie zu vermehren. Das heißt, oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Es war ein Versehen. Denn eigentlich ist das ja nicht so... Wie bist du denn rausgekommen? Ich sag da nichts mehr dazu. So, da kommt man mit dem Scheren kaum mehr hinterher. Das ist ja echt... Das ist eine riesengroße Schererei. Wortspielalarm. So, schwarze Schafe... Schwarze haben wir viel zu viele. Da können wir auch noch einige dann umfärben. Das werden wir machen. Und zwar machen wir mal hier orange. Ach, das sieht ja eigentlich wie gelb aus. Aber ist natürlich doch... Ja, ist natürlich... Orangelich. So, orange, orange. Da ist noch ein schwarzes. Boah, da ernt man ja echt. Wir sind der King of Wool. Der Wolle-Papst. So, grün, grün, grün. Schnippel, schnippel, schnipp. Und dann, ja, ich kann natürlich jetzt... Ich könnte jetzt ewig weiter ernten. Mensch, willst du ewig schnippeln? Aber ich nehme jetzt noch die hier mit, weil schwarze Wolle... Ja, da werden wir natürlich mehr brauchen. Wenn ihr euch mal so überlegt, so eine Pixel-Silhouette von einem Videospielcharakter, das sind natürlich die ganzen Outlines, das ist üblicherweise... Oder vieles davon ist schwarz... Werden wir also doch einiges brauchen, aber... wo ist der Ausgang? Ich will hier raus. Da ist er. Du stehst im Weg. Aber...
Ja, so fürs Erste haben wir jetzt echt einiges an Wolle. Legen wir die mal schnell in unsere Kiste rein. Blaue Wolle. Gut, das kann ich jetzt ja auch so machen. Weiße Wolle, rosa Wolle, grüne Wolle, hellgrüne Wolle, gelbe Wolle, orange Wolle, schwarze Wolle. Da haben wir schon einiges an Farben. Es gibt noch mehr. Da werde ich bei Zeiten dann mal im Minecraft-Wiki nachsehen. Und die Sonne geht schon wieder unter. Wunderschön hier. Grafisch dargestellt. Mal kurz nachsehen, ob hier... Ja, natürlich. Da ist ja schon wieder einiges an Weizen nachgewachsen. Da brauchen wir jetzt echt viel. Ich überlege fast, ob ich das Feld nicht ein bisschen vergrößern soll. Dass wir da mehr haben. Wobei, so schnell wie denen die Wolle nachwächst, müssen wir eigentlich gar nicht mehr besonders lange oder viel vermehren. Ich hoffe jetzt nur mal, dass hier kein Creeper oder irgendwas auftaucht. Also eigentlich fürchte ich mich hier nur vor Creepern. Die anderen... Oh, jetzt habe ich mich geschreckt. Das ist natürlich nur Regen. Hier bei Nachtschlaf in einer Stunde mitten im Regen verrichten wir Feldarbeit. Das ist kein Ort für Feldarbeit. Lauf mal lieber mal zurück. Schnell, 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 schnell. So, ab ins Bettchen. Unser treuer Hund Glitchy steht hier und wartet. Tut nichts auf unser Geheiß. Wenn nur alle Hunde so brav wären. Und es regnet immer noch. Ich finde das ja eigentlich ganz stimmig hier mit dem Regen. Machen wir mal Frühstück. Fallen dabei die Treppe runter. Autsch. Und ach, der Regen hört immer gleich nach dem Aufstehen wieder auf. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich habe jetzt mal was vor, so eine Kleinigkeit. Ich schlage jetzt mal hier wie ein Blöder das Fenster ein. Natürlich mit der Axt. Weil ich wollte ja hier ursprünglich ein Triforce reinbauen. Das kennt ihr ja aus Zelda, das Triforce. Das ist das Ding, was man eben sucht und was der Ganon hat und was man dem Ganon wieder abknöpfen muss. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, so richtig funktioniert das nicht. Der Superfax hat mir dann aber einen Tipp gegeben, wie es doch funktioniert. Da war ich natürlich viel zu blöd, um selber drauf zu kommen. Wie immer. Und das setzen wir jetzt um nach vielen, vielen Folgen, die er drauf warten musste. Und zwar, wenn man nämlich hier dann tatsächlich einen Abstand machen zwischen den Teilen, dann passt's wieder. Ja, okay, dann müssen wir hier ein bisschen was rausschlagen. Hey, Panda-Papst, immer willst du was rausschlagen. Ja, ich tue es ja nur für den guten Zweck, für die Kunst. Und der Kunst ist bekanntlich alles erlaubt. Das nehmen wir gleich wieder mit. Jetzt können wir das eigentlich von außen machen. Wobei, da kommen wir dann, glaube ich, nicht ganz dran. So. Da. Die Musik passt jetzt natürlich super zum Triforce. Okay, dann müssen wir hier noch was reingeben. Hallo. Hüpf und hüpf und hüpf. Also jetzt eigentlich nicht mehr hüpf. So. Sehen wir mal, wie das aussieht. Jetzt hier. Hier, hier, hier. So, ja natürlich, das sieht nach Triforce aus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glas und dann ist unser Kunstwerk auch schon fertig. Es hätte so leicht sein können, aber... Päpste verstehen nun mal nichts von Fenstern. Weiß nicht, ob Päpste was von Fenstern verstehen. Vielleicht gab es ja mal einen echten Papst, der war Glaser. Naja, eher unwahrscheinlich.
müßige Spekulation. So, müßiger Spekulatius. Der steht übrigens schon seit längerem wieder in den Geschäften. Und ich empfehle euch, ihn zu essen, denn er schmeckt vorzüglich. Und hier haben wir jetzt ein Triforce. Endlich! So wollte ich das schon die ganze Zeit haben. Das sieht jetzt mal so aus, wie es soll. Triforce, Pac-Man, Geist aus Pac-Man und was wir oben machen werden, da kommen ja noch zwei Stockwerke drauf. Zu gegebener Zeit. Das werden wir noch sehen. Ich lege jetzt mal den restlichen Farbstoff in die Kiste und dann mache ich auch noch was, was der Superfax vorgeschlagen hat. Farbstoff, Orange und Rosa. Okay, Rosa legen wir mal hier hin. Machen wir dann hier mal so eine zweite Reihe dann. Das Löwenzahngelb geht jetzt hier schon in die vierte. Und die Samen legen wir natürlich zurück. Alles muss seine Ordnung haben. Ordnung ist das halbe Leben. Hier rein mit den Sämchen. Ja. Der hat nämlich eine Idee gehabt. Der hat gesagt. Der hat gut beobachtet und dann hat er gesprochen. Und zwar hat er gesagt, du bist ja, lieber Panda-Papst, hier auf eine kleine Unterwasserhöhle gestoßen, wo du ein Zauntor aufgestellt hast. Nun hatte der Superfax aber eine Vermutung, nämlich, dass hier ein größerer Hohlraum sein könnte, denn das sieht ja auch so ein bisschen wie eingestürzt aus hier. Und er hat gemeint, ich sollte mich hier mal durchgraben, aber vielleicht... Nee, da geht nichts rein. Da habe ich jetzt schon vermutet, dass man vielleicht hier einfach rein tauchen könnten. Wobei, da habe ich jetzt, glaube ich, eine Strömung gespürt. Das würde dafür sprechen... Also, die Vermutung ist, dass hier irgendwo ein Höhlensystem ist. Die Frage ist jetzt natürlich, wo? Da könnte man jetzt einen Pisten nehmen und versuchen, die Wände zu verschieben, um Hohlräume zu entdecken. Aber ich würde sagen, wir hauen uns jetzt einfach mal hier, machen so kleine Erkundungsgänge in jede Richtung. Vielleicht stoßen wir ja auf einen Hohlraum. Also er nimmt an, das ist ein Ende gewesen von einem, von einer Höhle. Da ist natürlich die Frage, vermutlich geht es eher in die Richtung hier. Der Sand geht ja doch relativ weit runter. Ich grab trotzdem auch mal hier rein, denn vielleicht ist ja hier dann auch noch was zu entdecken. Da tropft es auch schon durch. Okay, das dürfte eher nichts sein hier. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht nach oben durchgraben. Hier, da geht es unter den Berg rein. Da kommt Sand runter, das sagt jetzt aber eigentlich nichts. Das heißt, die eigentliche Höhle, die es hier ja wahrscheinlich geben wird, müsste in diese Richtung sein. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da jetzt drunter durch, ohne alles zu überschwemmen. Ich meine, wir könnten hier vielleicht so einen Nebengang hacken. Ob das was bringt, ist natürlich eine andere Frage, dass wir das Ganze vielleicht umgehen. Vielleicht sogar mal ein Stück weiter runtergehen. Ich höre schon einen Zombie, da ist tatsächlich was. Da ist was im Busch oder in der Höhle. Upp. Was war das? Plötzlich hat das Spiel so gezuckt und gewackelt und es wurde schwarz. Boah, da ist ein Zombie wirklich nah in der Nähe. Ein Hohlraum? Da höre ich jetzt schon wieder einen Zombie. Ist natürlich alles so ein bisschen... Das wollte ich jetzt nicht. Bisschen blöd hier so rumzulaufen, weil alles so ein bisschen eng ist. Aber... Und... Es gibt natürlich ständig die Gefahr eines... Wassereinbruchs. Da hier ja doch einiges runtergekommen ist, aber der Superfax hatte schon recht. Das ist eine Höhle. Sehr schön. Ja, aber wo ist sie jetzt? Das ist halt die große Frage. Oder wie kommen wir da hin? Da hinten ist auch ein
dürfte auf ganzer Länge was eingestürzt sein. Da müssen wir jetzt natürlich sehen, ob wir da jetzt irgendwie unten durchkommen, ob wir uns da reingraben können. Mysteriös ist das Ganze jedenfalls. Wir haben eine Höhle hier drunter. Und das ist ja möglicherweise auch dieselbe, die... muss man nur sehen, dass wir hier jetzt wieder rausfinden. Dieselbe Höhle, die auch... Die auch, die wir unter unserer Plattform hinten gehört haben. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwo einen weiteren kleinen Eingang, denn hier ist es ja offensichtlich eingestürzt. Ich vermute jetzt mal, dass die Höhle sich unter diesem... Da ist nichts. Unter diesem, Berg. Ja, ja, ich tauche ja schon auf. Also unter diesem Unterwasserberg hier. Dass da vielleicht irgendwo einen verborgenen Eingang gibt. Dass die sich da durchzieht. Und dass die hier auf unserer Plattform sozusagen endet. Ich glaube, wir könnten das natürlich jetzt auch so machen, dass wir hier uns durch die Plattform graben. Denn da haben wir einen Zombie gehört. Der kann also nicht weiter als, ich weiß nicht, 15 Blöcke, glaube ich, entfernt gewesen sein. Ich glaube fast, und da können wir uns vielleicht den verglasten Unterwassergang sogar sparen, wenn wir da über eine Höhle dann auf unsere Plattform kämen. Das wäre ja cool. Ich würde sagen, das probieren wir auch in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.